Ich zeige Ihnen in dieser Lektion, wie Sie mit Hilfe von Studio eine Diashow erstellen können, die im Takt die Bilder wechselt. Nehmen Sie zuerst Ihre Fotos und ziehen Sie sie auf die oberste Spur herunter und das Lied, das Sie gerne haben wollen, auf die unterste Spur. Nun springe ich an den Anfang der Diashow und wähle das Lied aus, so dass es dunkelblau markiert ist. Nun können Sie, währenddem der Film abläuft, Marker setzen. Das sieht dann folgendermaßen aus: Wenn Sie einen Marker hier, das ist dieses Symbol, setzen, dann gibt es Ihnen hier eine Markierung, die nummeriert wird. Im Moment ist es die einzige, deshalb heißt diese 01. Diese können Sie setzen, indem Sie auf dieses Marker-Symbol klicken oder auch die Taste M klicken. Der Marker wird jeweils auf die aktive Spur gesetzt. Zum Beispiel, im Moment ist die oberste Spur aktiv. Wenn ich klicke, dann macht Studio den Marker auf die oberste Spur. Wenn Sie nun die Fotos dem Rhythmus anpassen wollen, ist es wichtig, dass die Marker auf der Hintergrundmusik sind. Ich lösche diese Marker nochmals. Das können Sie, indem Sie den Marker anklicken und auf das Symbol klicken mit dem durchgestrichenen Marker. Oder auch mit einem Rechtsklick und Marker löschen. Oder gleich alle Marker löschen ist hier der untere Befehl. Springe nun nochmals zum Start, wähle die Hintergrundmusik aus und setze nun während dem laufenden Film die Marker. Ich benutze nun die M-Taste, um diese Marker jeweils zu setzen. Nun klicke ich im Rhythmus jeweils die M-Taste. Dies wird nicht automatisch gemacht, sondern jedes Mal klicke ich nun die M-Taste. Stoppe hier. Nun hat es hier sehr viele Marker gegeben. Jedes Mal, wenn ich geklickt habe. Nun sieht man hier auch, dass es ein bisschen Differenzen gibt. Das ist aber nicht so schlimm, wenn es auch ein bisschen daneben ist. Sie werden sehen, dass man sehr schnell zu einem guten Resultat kommt. Nun geht es darum, die Diashow, eigentlich die Bilder, dem Takt anzupassen. Das muss nun manuell gemacht werden. Sie sehen oben, im Moment sind die Bilder immer noch genau gleich, den Wechsel. Das heißt, im Moment ist noch nichts geschehen. Jetzt kann ich aber ein Foto anwählen und mit Hilfe der Trim-Funktion, das heißt beim Foto auf die Kante fahren und dann nach links ziehen. Und Sie werden bemerken, dass jedes Mal, wenn ein Marker in der Nähe ist, dann ist das ein bisschen magnetisch, das heißt, er rastet dort etwas ein. Wenn ich loslasse, ist nun das Foto etwas kürzer, und zwar genau bis zum gewünschten Marker. Nun kann ich das nächste Foto nehmen, ich kann auch ein paar Marker auslassen, ich muss da nicht jeden Marker benutzen.
einmal etwas kürzer, dann wieder etwas länger, je nach Lust und Laune oder je nach Fotoinhalt ist es wichtiger, dass man das Foto etwas länger betrachten kann oder es genügt auch etwas kürzer. Hier ist wichtig, dass Sie ein bisschen Abwechslung auch reinbringen. Das macht die ganze Diaschau angenehmer. Wichtig dabei ist, dass Sie bei den vordersten Fotos beginnen. Wenn Sie nämlich nun hier ein Foto nachträglich anpassen, dann stimmen die hinteren Schnitte oder Wechsel der Fotos nicht mehr mit dem Takt überein. So, nun lasse ich mal die Diaschau abspielen. Somit ist der Bildwechsel der Diaschau dem Tempo oder dem Rhythmus der Hintergrundmusik angepasst.